Die Highlights von SVE TV werden präsentiert von der Sparkasse Trier. So, und während der Eintracht-Einhang sich warm sinkt, betreten beide Mannschaften das Feld des Stadions, des Fritz-Walter-Stadions. Hier auf dem Betzenberg, Fritz-Walter-Wetter haben wir heute keins. Es ist bestes Wetter in Kaiserslautern, es ist bestes Wetter in Trier gewesen. Bestes Fußballwetter an diesem Spätsommerabend also für alle Beteiligten. Zieht ab, Pfosten! Sven König, der Ball kommt wieder rein, Niklas Heger dazwischen. Aber das war genau die Situation, die ein Sven König jetzt vielleicht nach dieser Durststrecke, die er in den letzten Wochen hatte, vielleicht braucht. Einen Torabschluss, der gefährlich war, einen Treffer. Nikolaus Vakufzis vor ihm und klärt artistisch, aber der Ball ist wieder bei der Eintracht. Christopher Spang auf den King, kein Abseits. Der King, der umrundet Niklas Heger und da! Hätte er sich beinahe belohnt. Robinson, jetzt hat er doch etwas Platz gefunden. Raus auf die rechte Seite. Im Duell da mit Maurice Frosch. Der Ball kommt nach innen. Jason Tayaparan räumt das wieder ab, aber nicht weit genug. Und jetzt haben sie Gelegenheit zum Abschluss. Die ziehen ab. Huh! Und den habe ich schon drin gesehen tatsächlich, aus meinem Blickwinkel. Schauen wir nochmal drauf. Es gibt die erste Ecke für den ersten FC Kaiserslautern. Also ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass das Tornetz zappelt. Aber dem war ja Gott sei Dank nicht so. Dominik Hintscher raus auf Jan Brandscheid. Der hat jetzt etwas Platz. Wieder Dominik Hintscher. Der kann jetzt aufziehen. Hintscher! Ja, falsche Entscheidung davon Linke in meinen Augen. Ermöglicht dem FCK hier schnell den Angriff aufzuziehen über Blum mit der Nummer 11, das ist Irfan Katovic. Der bringt den Ball rein und da hinten ist Kollmann. Gefährlich, aber der Ball noch heiß. Sean Blum. Sean Blum bringt den Ball wieder rein. Niklas Linke, gefährlich, gefährlich. Da ist Tayaparan auf der Linie gerettet. Huiuiuiui, Ball ist immer noch heiß. Bauer bringt den Ball rein. Rot, jetzt reklamieren sie wieder Handspiel. Also das ist auch sowas, was wir hier über all die Jahre immer erlebt haben, dass hier die kleinsten Situationen in Reklamationen enden. Das ist in dieser DNA von diesem Verein offensichtlich verankert. Und das war ganz klar Rücken. Der den Ball weiterleitet auf Karamperis. Seitenverlagerung. Das macht der FCK jetzt gut. Ömer Jawoz da. Hat er mal nicht so gut ausgesehen. Christopher Spang. Und da ist die Nachschusschance. Weil es halt leider Gottes auch manchmal anders aussieht. Hintscher raus auf Sven König, der bringt den Ball rein, der ist gefährlich, Tor, Tor, Tor! Und es war, und das ist ihm so zu gönnen, Vincent Bösen. Und wir gucken nochmal drauf, auf die Entstehung dieses Treffers. Hintscher legt raus auf Sven König. Ball kommt rein und dann läuft er rein, Vincent Bösen. Und plötzlich steht es 0:1 durch diesen jungen Mann hier. Gut, jetzt reingespielt in die Box. Da fehlt jetzt etwas die Zuordnung, Noah Herber, aber auf der linken Seite, das ist gefährlich, Herber rutscht aus und das war... Nachschuss, Latte. Boah. Da haben wir richtig Sonne gehabt. Christopher Spang treibt den Ball nach vorne. Dominik Hintscher. Das sieht gut aus in der Entwicklung. Da ist Vincent Bösen, genau. Der bringt den Ball jetzt rein. Und da hinten, da kommt Moritz. Christopher Spang. Hui. Sehr gut. Dominik Hintscher. Hintscher. Dominik Hintscher. Ömer Jawoz, der jetzt den Ball bereitlegt für Maxim Burkhardt. Der kommt allerdings nicht dran. Niklas Heger
schlägt den Ball eher unkontrolliert in die Mitte. Und da ist jetzt Maurice Frosch. Der kann jetzt Spielkontrolle erzeugen. Vincent Bösen raus auf Kevin Heinz auf die Grundlinie. Und da ist das 2:0! Da ist das 2:0! Und es ist Maurice Frosch! Ich liebe diese Mannschaft. Unfassbar. Ich habe leider die Wiederholung nicht drauf. Tut mir leid. Daniel Hammel, guter Ball auf Maxim Burkhardt. Maxim Burkhardt mit dem 3:0. Noah Herber. Rechts ist Daniel Hammel. Der zieht ab. Noah Herber, schade. Kevin Heinz im Strafraum. Der legt den Ball in die Mitte. Und da ist Vincent Bösen. Schade. Aber da ist Luca Schiliro. Und der macht etwas, was uns aber mal sowas von gefällt. Hier unten steht jetzt der Cheftrainer Thomas Klasen. 12. Spieltag auswärts hier im Fritz-Walter-Stadion. Tolle Kulisse hier mit den Auswärtsfans. 2:0. Wie ist dein Fazit zum Spiel? Ja, es steht auf Messerschneide. Ne? Der Gegner hat natürlich viel Talent, viele junge Spieler. Die haben heute Morgen noch trainiert, haben sich bestmöglich vorbereitet. Wir haben 8 Stunden gearbeitet, sind dann knapp 2 Stunden Bus gefahren. Und deswegen muss ich den Jungs ein Riesenkompliment machen, dass auch dieses Spiel hier gezogen haben. Mit ein bisschen Spielglück zwischendurch drin. Trotzdem hatten wir die Vielzahl an Torchancen. Schon die erste Halbzeit, wo wir es nicht ganz sauber ausspielen. Dann hat der Gegner die große Chance zum 1:0 vom Halbzeitpfiff. Ist dann okay mit dem 0:0 in der Halbzeit, aber wie wir es dann zweite Halbzeit erzwungen haben, auch dieses 1:0 und wie das auch ausgespielt war, war echt bilderbuchmäßig die beiden Tore und das freut einen natürlich. Das ist das, was wir auch trainieren die Woche über, dass den Gegner uns so zurechtlegen und ja, freut mich auch für den Vince, dass er da zweimal so beteiligt war. Er hat morgen Zwischenprüfung und ja, es ist jetzt angerichtet für das absolute Topspiel gegen Worms am Samstag. Die hatten auch wiederum heute frei, konnten sich ein bisschen erholen, aber ich denke, mit den Fans zusammen werden wir Samstag mit voller Energie dann einen guten Fight liefern können. Weiteren 3 Punkten jetzt auf jeden Fall im Rücken. Hast du Kaiserslautern heute so erwartet? War das auch so in deiner Planung? Ja, auf jeden Fall. Also so wie das für uns hier, natürlich das Flair hier am Betzenberg ist ein Privileg, hier spielen zu dürfen. Als Oberligamannschaft ist das für die Jungs natürlich auch. Das ist da, wo sie hinwollen. Nicht vielleicht vor ein paar hundert Zuschauern wie heute, sondern genau die 50.000, die sie alle 2 Wochen hier am Betzenberg erleben. Und das ist Mythos hier und das war schon immer so viel Tradition. Und das war für uns auch was ganz Besonderes. Als wir den Berg hier hochgefahren sind, wussten wir, der Gegner wird heute alles tun, um uns die ersten Punkte abzuholen. Wie gesagt, die trainieren unter Profibedingungen. Wir waren 8 Stunden arbeiten, haben auch die englische Woche in den Knochen. Und dafür ziehe ich den Hut vor den Jungs, dass sie noch so eine Energie haben und das Ding heute wieder mal gezogen haben. Also dafür großes Kompliment, bin sehr, sehr stolz. Auf jeden Fall. Du hast es angesprochen, ihr geht arbeiten, jetzt Worms hat frei gehabt. Regeneration ist, denke ich, jetzt ganz wichtig. Jetzt kommt das große Spiel gegen Worms im Moselstadion. Bist du deine Einschätzung, dein Plan jetzt dorthin? Ja, das wird ein 50-50-Spiel. Also die Wormser gehen auch arbeiten, ne? Sowas nicht gemeint, aber der Gegner heute ist halt eine U-Mannschaft, ne? Da wissen wir, die trainieren unter Profibedingungen, die haben heute Morgen dann lockeres Anschwitzen gehabt, bisschen Action, die konnten sich also perfekt vorbereiten, Mittagsschlaf, Essen, alles, wie du dich auf so ein Abendspiel halt vorbereitest. Und deswegen bin ich halt umso stolzer, dass die Jungs halt so einen Gegner dann auch sich so zurechtlegen, um nachher dann letztlich auch verdient gewinnen, auch wenn ein bisschen Spielglück zwischendurch dabei war. Und ja, die Wormser hatten jetzt eine Woche frei, konnten sich perfekt auf uns vorbereiten. Trotzdem bin ich froh, wie gesagt, dass wir ein Heimspiel haben. Und ich denke, mit den Fans im Rücken wird das diesen freien Tag von Worms heute ein bisschen wettmachen und uns dann ein bisschen mehr tragen am Samstag. Und da wird wahrscheinlich jeder auch brennend drauf zu spielen.